Geld zum Armbrüste. Geld zum Armbrüste. Ja, ich habe meine Armbrust gerade in der Hand. Ja. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Auf geht's. Noch ein bisschen Kohle abbauen. Irgendwann zimmert's mich hier in die Schlucht rein. Ich sehe das kommen. Ja, siehst du es kommen? Oh, ein Schleim. Moin. Ein Schleimbolzen. Komm her. Hui. Hui. Da ist er schon zerfallen in kleine Schleimbolzen. Und noch kleinere Schleimbolzen. Alter. So. Ja, die Begrifflichkeiten, die passt definitiv zum Thema. Was? Der Schleimbolzen. Ja, ne, hier kommen gerade ganz, ganz viele kleine Schleimis. Ach, sind die süß! Hui! Boah, ich kriege hier ganz viele von den Kugeln. Von den Schleimikugeln. Slimeballs auf heftiger Du. Also ich habe. Ja, oh, jede Menge hier. Nein, ich habe verzauberte Bücher. Stärke 6. Oh, das ist gut. Kraft 2 und Unendlichkeit. Infinity, kannst du ja einen Infinity-Bogen machen. Da brauchst du keine Pfeile mehr. Da brauchst du nur noch einen Pfeil. Und bei Armbrust geht das nur bei Bogen, ja, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe es mit der Armbrust noch nicht versucht. Ja, kannst du ja mal machen. Jo. Kannst du ja mal machen. Brauchst einen Armbrust. Und dann, ein bisschen Eisen. Essen. Ja, ach. Das bisschen Eisen, das ist, holt sich ganz schnell wieder rein. So. Ja, klar. Ich habe meine 30 Erfahrungslevel. Jetzt wird sich ein Schwert gebaut. Mal sehen, was ich kriege. Okay. Du musst ja auch ein bisschen essen. Ja. So, essen ist immer gut. Essen. Kann man gut essen. Ja. Essen kann man immer gut essen, oder was? ja, richtig. So, jetzt meine Diamanten. Wo sind meine Diamanten? Pupanten, Spanten? Ich brauche ja genau drei Blöcke, also heißt 3x9 und dann noch 4. Mhm. Moment, wo hatte ich jetzt meine Diamanten reingelegt? Wahrscheinlich in die andere Truhe, ja. Nö. Da. Genau, da will ich sie haben. So. Also 31 Eisen. Ja, das geht ja voll klar. Ja. Essen. Jetzt hör auf, das ist genug. So. So, da habe ich ein schönes Diamantschwert. Aus Essen. Und nee, nicht, das ist nicht aus Essen, das ist aus Diamanten. So. was kriege ich denn Feines? Sweeping Ash 3. Geil. Hey, das ist schon ein guter Anfang. Ja, das ist halt das ist die Schwungattacke, dass man halt mehrere Gegner erwischt. Ach. Ja. So. Jetzt habe ich nur noch 27 Erfahrungspunkte und was habe ich eigentlich für Bücher? Smite 1, Deathstrider. Warte mal. Ich muss jetzt ein paar Sachen gucken. Gucken wir ein paar Sachen. Also, ich habe ja hier mein schönes Schwert jetzt. Wenn ich jetzt Smite. Ach so. Das ist natürlich. Ah. Mein Schwert heißt mal wieder der Schnitter. Super. So. Der Schnitter hat jetzt drauf Sweeping Edge 3, also Schwung 3 und Smite, das ist also gegen Untote 1. Das geht. Nice. Okay, und wenn ich hier auf die Schuhe, die schon kalte Füße sind, kann ich da noch. Nee, Depth Strider passt nicht zusätzlich noch drauf. Schade eigentlich. Was ist denn das? Okay. Das wäre, dass man unter Wasser genauso schnell gehen kann wie über Wasser. Also, dass man nicht mehr verlangsamt ist unter Wasser.
Das wäre geil. Was haben wir hier? Bane of Anthropods. Kann man da auch noch drauf kloppen? Auf das Schwert. Ich glaube, es wäre ein bisschen OP. Na, nur ein bisschen. Nee, geht nicht. Man kann also nur Untoten Schaden oder Spinnenschaden draufknallen, also Gliederfüßler. Nicht beides. Okay, alles klar. Haben wir hier noch ein Buch drin? Okay. Nee. Okay, also das ist Zaubersitzung erledigt. Ich habe wieder ein paar Diamanten gefunden. Was für ein Zufall. Super. Ich knack gleich die 40 Diamanten. Okay. Ich knack gleich weg. Nee, das ist nicht lustig, dann lacht man drüber. So. Och, warum sollte ich denn eigentlich dieses Schwert nicht einschmelzen? Das wäre doch eigentlich ganz klasse. Klung. Kolonin. Nö, könnte glatt passieren, dass ich gleich wieder knacke, weil ich bin müde. Okay. Ja, so. Time set day. Ja, machen wir mal bald Feierabend. Wir sind ja auch bei, naja, knapp 2 Stunden. Aber wir hätten jetzt 6 Stunden Aufnahme, wenn ich das nicht verkackt hätte. Aber das Ding ist, der Horst, die hat ja aufgenommen, insofern. Dann, wie gesagt, dann hat er auch mal was Eigenes, also was Exklusives. Das ist ja auch mal ganz gut. Ja. Also ich kann jetzt auch hergehen und ihm drüben eine Druckplatte und das TNT hinmachen, dann hat er was Explosives auch noch dazu. Exklusiv und explosiv. Nee, würde ich niemals machen, das ist gemein. Wie gesagt, Witze machen, die nicht schaden, wo nichts kaputt geht, jederzeit, aber so irgendwie Sachen kaputt machen, finde ich scheiße. So. Ja, das ist okay. Also ich bin glücklich, ich habe ein Diamantschwert allerbester Güte. Mhm. Das hat schon mal was. Huch. Oh. Digga. Langsam das Feld draußen. Mhm. Ganz, ganz langsam. Hm. Digga, wenn ich um 5 hochgehe und Zähne putze und mein Geld macht. Ich habe das unglaubliche, den unglaublichen Vorteil, dass ich hier ein paar schöne dicke Brokatvorhänge habe, die ich vorziehen kann. Da kommt kein einziger Sonnenstrahl durch. Da ist es dunkel wie in der Nacht, wenn ich das will. Und ja, da kann ich jederzeit schlafen gehen. Also geil. Ja, das kann man schon so sagen. Hier ist alles so vollgestopft mit allem Möglichen. Eigentlich ist es ja was Gutes. Ich bin gesegnet. Ich habe so viele gute Sachen hier. Also. Ich habe genug zu essen. Ich habe Waffen. Ich habe einen Verzauberungsraum. Also, heute bin ich wirklich ein gutes Stück weitergekommen hier. So, aber mein Dachstuhl ist immer noch nicht fertig. Stuhl. Vielleicht gehe ich ja noch mal ein bisschen Holz fällen und pflanzen und was nicht immer alles. Nee, warte. Zum Abschluss noch mal, damit der Tag gut wird, werde ich noch mal angeln gehen. Vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Fange ich noch was Schönes. So. Holy shit. Ja. Alter. Nicht dein Ernst. So, wo habe ich denn die schlauen Fäden hingetan? Okay. Ruhig bleiben. Keep calm and play Minecraft. So. Alles klar. Eine Angel für mich. Zack. Ich hätte ja gerne mal so eine richtige gute Angel wieder. Ja. Hätte ich eigentlich auch machen können. Ich hätte eben eine Angel verzaubern können, aber naja. Hätte. Hätte ist nicht ist. Katzen, ich bereue es schon, dass...
Ich bereue es schon, dass ich mir die Katzen überhaupt geholt habe. Mäu, 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 mäu. Den Infinity-Bogen, könnte man den irgendwann reparieren oder geht das gar nicht? Also wenn du einen Infinity-Bogen hast, dann kannst du natürlich einen anderen Bogen nehmen und draufpacken, ne? Also kannst den mit einem neuen Bogen... Das geht aber nur um Amboss, ne? Ja, dass ja. Dass dann ja, der ja auch diese Verzauberung behält. Ja, ja, okay. Ja, ja. Na dann, einfach. Musst halt nur aufpassen, dass sie dir vorher nicht auseinanderfliegt. Ich habe das so oft gehabt, dass mir irgendwelche Dinge, die ich verzaubert habe, auseinandergeflogen sind. Und ich also dachte, du Hund, ey, hättest du mal... hättest mal aufgepasst. Aber naja. Manchmal ist man halt ein bisschen doof, ne? Ja. Kann man Infinity mit Haltbarkeit kombinieren oder geht das nicht? Ich glaube ja. Einfach also ausprobieren. Also könnte man erst Crafting, hier, nicht Crafting Table, sondern Verzauberung, dann Amboss. Ja, das geht. Auf jeden Fall. Also ich würde immer alles mit einem Amboss machen, schon aus, aus Gewöhnung. Oh, was habe ich jetzt gefangen? Achso, ein Fisch. Okay, alles klar. Ist ja nichts Besonderes, ne? Wozu geht man angeln? Um Fische zu kriegen. Nein. Nein, ich gehe jetzt angeln eigentlich, um ein Namensschild zu kriegen für mein Pferd und für meine Katzen. Als ob man nichts Besseres zu tun hätte und ein Namensschild für sein Pferd raus. Ja, natürlich. Es ist wichtig. Weißt du, was so wichtig ist? Ein Namensschild für einen Zombie zu haben. Mhm. Warum sollte ich einen Zombie benennen? Aus folgendem Grund, wenn du willst, dass deine Dorfbewohner einfach nur billig traden, also sozusagen Wish, also diese Plattform Wish, wo alles billig ist, du in Minecraft haben willst, dann gibt es halt eine Konstruktion, da kannst du die Dorfbewohner zombifizieren lassen, dann, du musst die Zombies halt benennen, damit sie nicht despawnen. Ja. Also sowas ähnliches habe ich schon mal mitgekriegt. Das ist eine echt gute Sache. Mhm. Oh. Meiner Meinung nach. Ich glaube, wenn man so müde ist wie ich jetzt, dann ist Angeln genau das Richtige, um irgendwann mit dem Kopf auf dem Keyboard zu liegen. Das ist mir tatsächlich schon mal beim Minecraft-Spiel passiert, dass ich tatsächlich eingeschlafen bin, mit dem Kopf auf dem Keyboard aufgewacht bin. Ich glaube, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich eingepennt bin. Ja, und neulich bist du sogar im Stream eingeschlafen, im Discord eingeschlafen. Ja, das meinst du ja damit. Ja, das ist, ach so, ja, das wird legendär werden. Ja. Ach, ich kriege hier echt nur Fische. Was erwartest du, wenn du angeln gehst? Ja. So, ja, noch mehr Fische. Also, ich angel die Angel kaputt, vielleicht. Das wird lange dauern. Nun mach schon. Manchmal dauert das aber auch. Schnell. Ja. Wie bitte? Es wird relativ schnell hell jetzt gerade. Ja, stimmt. Ich sehe das auch gerade draußen. Ah, jetzt habe ich endlich. Ich denke, du hast deine Vorhänge drum. Nee, die habe ich noch nicht zu. Das, mach ich, sobald ich mich hinlege. Ich werde mir gleich eine Tasse Tee trinken, nochmal durchgucken. Wohin sind einige E-Mails reingekommen? Nochmal gucken, was da wieder los ist. Kann eigentlich nur Positives sein. Vielleicht mal wieder ein paar. Ja, vielleicht mal wieder ein paar Möglichkeiten, ein bisschen Geld zu verdienen. Das wäre auch ganz geil. Oh, ich habe ein Buch gefangen. Was ist das? Riptide. Ach, wenn ich das richtig sehe. Warte mal kurz. Das kann ich gucken. Minecraft Riptide. Ob ich das jetzt richtig sehe. Ich will dir nichts Falsches erzählen. Minecraft Riptide. Ist eine Verzauberung, die auf einen Dreizack gelegt werden kann. Ja, komm. Und da.
Sog heißt das. Ach so, so. Ja. Ja, ja, wenn man im Wasser steht oder Schnee oder Regenwetter, dann wird man mit dem Dreizack nach vorne gezogen, ne? Also kann sich dadurch teleportieren quasi. Pass mal. Ja. Ach, Sog. Das habe ich noch nie gehabt. Das habe ich noch nie gehabt. Ja. Sehr geil. Ich auch nicht. Da brauche ich mal einen Dreizack, ne? Sehr gay. Es ist verdammt schwierig, einen Dreizack zu kriegen. Also, nicht nur, weil sie selten sind, sondern weil... Treue habe ich auch übrigens. Ein Buch mit Treue. Ja. Alter. Ich habe gerade einen Stock gefangen. Stärke ist doch auch bei Burg, oder? Ja, durchaus. Das ist die Durchschlagskraft. Das ist die Durchschlagskraft. Jo. Aha. Oh, das tut so weh. Es tut Was? So weh. Ja, dieser Amboss-Sound, wenn du den hinstellst. Ah ja, tüng. Alter, und dieses Geschlage. Oh. Naja, das ist auch. Das geht auch auf die Ohren. Na, ach, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was hast du. Natürlich nicht. Oh, ganz sich. Oh. Ich brauche jetzt noch 2 Erfahrungslevel. Kühe vermehren bringt das viel, ne? Wir probieren es aus. So, also zumindest ein Zauberbuch habe ich zumindest bekommen, auch wenn ich es nicht gebrauchen kann. Oh, aber dass ich heute noch keine einzige, dass ich überhaupt in dieser Welt noch keine einzige Mine gefunden habe, ist irgendwie verdächtig. Vielleicht gibt es hier ja gar keine. Vielleicht ist das die einzige Welt ohne Mine. Weißt du, ja. In der ganzen Welt. Es gibt ja verrückte Seeds irgendwie, habe ich. Ich habe da neulich so ein Video auf YouTube gesehen, wo jemand die verrücktesten Seeds irgendwie vorgestellt hat, die es überhaupt nur gibt. Zum Beispiel von einem Ozeanmonument, das aus dem Wasser rausguckt, also das in so einem flachen Teich generiert wurde. Alter. Wo eigentlich gar keine Links, keine Guardians und so weiter sein können, weil die da sofort vertrocknen würden. Das ist total geil. Alter. Oder ein. Wenn du Levels reinbekommst. Ja. Tiere züchten. Absolut geistesgestört. Aha. Ja. Der Bogen, Haltbarkeit und Endlichkeit Stärke für 6. Okay, das ist eine Hausnummer. Da hast du einen vernünftigen Bogen. Also, was da noch fehlt. Aber was wahrscheinlich du mit den ganzen Sachen dann nicht kombinieren kannst, was ich am liebsten habe, ist Knockback. Also, dass die Gegner zurückgeschmissen werden. Damit kannst du wunderbar verhindern, dass Gegner halt überhaupt an dich rankommen. Und wenn du die höchste Knockback-Stufe hast, dann, da kommt niemand an dich ran. Und vor allen Dingen kannst du damit wunderbar Gegner von Klippen und so weiter schießen. Das nächste Zauberbuch. Protection und Channeling. Channeling, was war das nochmal? Ach ja, das ist das, wo du... Ah, das ist einmal... Ah, scheiße, ich hab ein... Warte mal. Ja, Channeling, das ist diese Sache, wo du den Blitz durch den Dreizack... Ich krieg hier nur Dreizack-Sachen. Wo du den Blitz durch den Dreizack auf Gegner schleudern kannst. Ja... Und Protection 4. Ja, jetzt brauche ich nur noch Diamanten. Also Schutz. Jetzt brauche ich nur noch Diamanten wieder. Ja. Strip mein Ding. Ja, ich habe jetzt keinen Pfeil im Inventar und jetzt kann ich mit dem Bogen nicht mehr schießen. Ja, du brauchst einen Pfeil, Minimum. Ja. Wo bist du gerade? Du weißt schon, dass es keinen richtigen Sinn. Warte mal. Das macht gar keinen Sinn. Was? Wenn ich ein Pfeil Minimum brauche. Ja, ja. Das macht doch keinen Sinn. Natürlich, du brauchst einen Pfeil und der wird endlos repliziert. Aber den habe ich doch schon weggeschossen. Warte mal. Bam. Du hast es auf dem Boden. Auf dem Bogen. Ja, Unendlichkeit. Ja,
Ja. Ich habe jetzt 5 Pfeile, jetzt habe ich 4 Pfeile, so, ich schieße. Okay. Zack, 3 Pfeile. Ich schieße. Hä? Zack, 2 Pfeile. Ich schieße. Hä? Zack, 1 Pfeil. Ich schieße. Da läuft doch irgendwas Pfeile. Ganz. Da läuft doch irgendwas ganz schief. Oh ja. Das ist buggy. Also kann ich mir jetzt nicht erklären. Weil normalerweise solltest du einen Pfeil nur im Inventar brauchen und der bleibt da. Also auch wenn du schießt. Ne? Warte mal. Sind das Spektralpfeile? Ja. Ja, für die gilt das nicht. Für die gilt das nicht. Das gilt nur für normale Pfeile. Ja, moin. Ja. Das muss ich auch feststellen, weil das wäre ansonsten zu OP, wenn du da halt verzauberte Pfeile irgendwie, Spezialpfeile verwenden könntest. Ich krieg hier nur noch Pufferfische. Das wird schon, Alter. Ja. Ja, in der Stadt eher weniger, ne? Doch. Also ich wohne ja hier in einer ziemlich grünen Vorstadtgegend. Deswegen, also ich habe hier einen schönen Blick aus dem 12. Stock. Ja. Und ich brauche nur 5 Minuten, dann bin ich im Naturschutzgebiet. Eigentlich 2 Minuten mit dem Rad bin ich im Naturschutzgebiet draußen, hört ich Baum. Alter, geil. Ja. Also, bis auf dass es hier halt ein Ghetto ist, wohne ich hier wirklich sehr, sehr gut und 12. Stock, guter Ausblick und so weiter und so fort. Also ich bin einigermaßen glücklich hier, kann man sagen. Die Wohnung ist ein bisschen klein, mit 36 Quadratmetern, eigentlich eher ein Wohnklo, aber geht. Aha. Ich sag auch immer, wenn ich eine größere Wohnung hätte, dann müsste ich ja noch mehr sauber machen und ne. Ja, also es ist eigentlich ganz in Ordnung hier. Mhm. So. Alter, ich muss echt bald Feierabend machen. Und mein Bauch knurrt auch. Ich muss gleich noch frühstücken irgendwie. Also ich esse sonst normalerweise morgens nichts, aber ey, wenn ich mit knurrendem Bauch einschlafe, dann träume ich Mist. Also das. Warum? Du kannst doch deine Träume bestimmen, du brauchst dir doch keine Gedanken machen. Ja, schon, aber ich mag ganz einfach keine unruhigen Träume morgens. Also wenn ich schlafen will, dann will ich halt schlafen. Das ist das Ding. Ach so. So, und ich möchte mich gleich einfach nur ausruhen, damit ich möglichst spätestens um 2 Uhr wieder fit bin. Weil heute Abend will ich noch eine Aufnahmesession Fallout machen. Alter. Und ich habe heute noch frei und habe morgen noch frei. Und am Dienstag geht's wieder arbeiten. Genau, bei mir auch. Also arbeiten halt, Schule, ne? Ja. Ja. Müde? Ja, sehr gut. Okay, nee, ich krieg auch die Angel, glaube ich, nicht geangelt. Weißt du was, wir machen gleich Feierabend. Ich will nur noch einmal kurz hier. Nur noch ein Fisch. Ja, und jetzt kommen so Bücher und so ein Kack. Ja, also mit den Büchern hier bin ich jetzt nicht so ganz einverstanden. Okay, das Schutzbuch, das werde ich mir auf jeden Fall auf die nächste Kutte irgendwie drauflegen. Mhm. Aber da müsste ich mir erstmal Diamanten besorgen. Ja. So. Oder ich gehe zum Horsti und klaue ihm seine Diamanten. Ich hab 42, mein Freund. Ja. Da kannst du mal sehen. Okay, dann warte ich, bis du dich ausloggst. Okay, warte mal. Nein. Das war Blödsinn. Ich klaue doch nicht. Würde ich niemals. Ach so, meinst du das? Ja. Das war gerade ein arger Denkfehler von mir. Ich hab nachgedacht, von mir was. So, also dein Discord freakt gerade mal wieder. Ah, kennen wir es doch. So. Nee, weißt du was? Machen wir Feierabend. Es reicht. Es ist genug. Ich penne sonst hier wirklich noch weg und das wäre nicht gut. Aufnahme. Wie bitte? Das wäre doch nur gerecht, ne?
Nee, und dann schnarche ich hier auch noch in die Kamera. Das wäre nicht gut. So. Nee, wäre es nicht. Autsch! Siehst du, das passiert davon. Ich bin aufs Maul gefallen. So. Bin hier auf meine Tunnel hier unten eigentlich auch ein ganz klein wenig stolz. Also das funktioniert schon irgendwie. Jo. Ich pack noch kurz das Inventar aus und dann... Ja, also diese Tunnel hier mit dem gemoosten Stein und so weiter, das gefällt mir auch schon wieder. Vor allem eigentlich unnötig, aber naja. Och. Was immer alles nötig und unnötig ist, das muss man das halt... Das verstehe ich einfach nicht. Och, egal. So, ja. Ich mache noch einmal Time Set Day. Oh, Katzen, hört mal auf hier rumzumiauen. Ich, will mich gerade konzentrieren, um das hier hinzubekommen. Ja, ach, ich wollte das olle ranzige Eisenschwert wollte ich ja einschmelzen. Okay, alles klar, kriegen wir hin. Kriegen wir wenigstens nur einen. Ja, kriegen wir wenigstens nur einen Nugget wieder zurück. Du kannst fast kaputtes Eisenschwert oder Goldschwert und so weiter kannst du einfach in den Ofen packen und schmelzen. Kennst du das noch nicht? Dann kriegst du einen Nugget bei raus. Ja, es ist nicht unbedingt etwas, das sich tierisch lohnt, aber... Das lohnt sich auch nicht. Ja... Ist halt einfach... Gimmick. Naja, so. Wenn du wüsstest, dass es dann nur noch einen Hit machen kann, dann lohnt sich wahrscheinlich... Und so war es hier eben und... ich habe jetzt sowieso mein schönes Diamantschwert. Wundervoll. Ja, Alfons, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Aha. Ja, ich verabschiede mal kurz nochmal die Zuschauer. So, ja. Jo, Leute, Metal-Leute, ich bin müde, ihr habt es ja mitgekriegt. Hier oben vom Dach, wo ich jetzt runterfallen werde und mir die Knochen brechen werde, verabschiede ich mich. Es hat mir eine Freude gemacht, für euch wieder ein Honk zu sein. Irgendwo da drüben ist der Alfons. Zudem sage ich auch mal Tschüss. Tschüss, Alfons. Ja, ciao. Und wir sagen dann gleich noch Tschüss im Discord und alles klar. Ich bin weg. Ciao mit I mal wieder. und bis morgen.